Ein Kurs in Wundern, Originaledition, Kapitel 22. Die Erlösung und die heilige Beziehung. Abschnitt 1. Einleitung. Habt Erbarmen mit euch selbst, die ihr so lange Sklave wart. Freut euch, dass die, die Gott verbunden hat, zusammengekommen sind und nun nicht mehr getrennt auf die Sünde schauen müssen. Zwei können nie gemeinsam auf die Sünde schauen, denn sie könnten sie niemals am selben Ort zur selben Zeit erblicken. Die Sünde ist eine strikt individuelle Wahrnehmung, die im anderen gesehen wird, doch glaubt jeder, dass sie in ihm selber ist. Jeder scheint einen anderen Fehler zu begehen, und zwar einen, den der andere nicht verstehen kann. Brüder, es ist derselbe, er wird von demselben begangen und für den, der ihn begeht, auf dieselbe Art vergeben. Die Heiligkeit eurer Beziehung vergibt euch beiden und hebt die Wirkungen dessen auf, was ihr beide geglaubt sowie gesehen habt. Und mit deren Vergehen ist das Bedürfnis nach der Sünde gleichzeitig vergangen. Wer bedarf denn der Sünde? Nur die, die einsam und allein sind und ihre Brüder anders sehen als sich selbst. Gerade dieser Unterschied, der zwar gesehen wird, aber nicht wirklich ist, lässt das Bedürfnis nach der Sünde, das nicht wirklich ist, aber gesehen wird, gerechtfertigt erscheinen. Das alles wäre wirklich, wenn die Sünde es wäre. Denn eine unheilige Beziehung fußt auf Unterschieden, bei denen jeder denkt, der andere habe das, was er nicht hat. Sie kommen zusammen, jeder, um sich selber zu vervollständigen und den anderen zu bestehlen. Sie bleiben so lange, bis sie denken, es gebe nun nichts mehr zu stehlen, und dann ziehen sie weiter. So wandern sie durch eine Welt von Fremden, die anders sind als sie, leben vielleicht mit ihren Körpern unter einem gemeinsamen Dach, das weder einen noch den anderen schützt, im selben Raum und doch Welten auseinander. Eine heilige Beziehung geht von einer anderen Voraussetzung aus. Jeder hat nach innen geschaut und keinen Mangel dort gesehen. Da er seine Vollständigkeit annimmt, möchte er sie ausdehnen, indem er sich mit einem anderen verbindet, der ganz ist wie er selbst. Zwischen diesen Selbsten sieht er keinen Unterschied, denn Unterschiede sind nur vom Körper. Deshalb schaut er auch auf nichts, was er nehmen möchte. Er verleugnet seine eigene Wirklichkeit nicht, weil sie die Wahrheit ist. Er steht gerade unterhalb des Himmels, aber nahe genug, um nicht zur Erde zurückzukehren. Denn diese Beziehung hat die Heiligkeit des Himmels. Wie weit von zu Hause weg kann eine Beziehung sein, die so dem Himmel gleicht? Bedenkt nur, was eine heilige Beziehung lehren kann. Hier wird der Glaube an Unterschiede aufgehoben. Hier wird das Vertrauen in Unterschiede zur Gleichheit verschoben. Und hier wird der Anblick von Unterschieden in die Schau verwandelt. Und die Vernunft kann euch nun zur logischen Schlussfolgerung eurer Vereinigung führen. Sie muss sich ausdehnen, wie auch ihr euch ausgedehnt habt, als ihr euch verbunden habt. Sie muss über sich selbst hinausgehen, so wie ihr über den Körper hinausgegangen seid, um euch verbinden zu lassen. Nun dehnt die Gleichheit, die ihr erblicktet, sich aus und beseitigt endlich jedes Gefühl von Unterschieden,
sodass die Gleichheit, die hinter ihnen allen liegt, zutage tritt. Hier ist der goldene Kreis, in dem ihr den Sohn Gottes wiedererkennt. Denn was in eine heilige Beziehung hineingeboren wird, kann niemals enden. Abschnitt 2. Die Botschaft der heiligen Beziehung. Lass die Vernunft noch einen weiteren Schritt tun. Wenn du den angreifst, den Gott heilen möchte, und den hast, den er liebt, dann haben du und dein Schöpfer einen verschiedenen Willen. Wenn du jedoch sein Wille bist, dann musst du folglich glauben, dass du nicht du selbst bist. Das kannst du in der Tat glauben und du tust es. Und darauf setzt du deinen Glauben und siehst viele Beweise zu dessen Gunsten. Und woher, fragst du dich, stammen wohl dein sonderbares Unbehagen, dein Gefühl der Unverbundenheit und die quälende Angst vor dem Bedeutungsmangel in dir? Es ist, als seist du ohne jeden Plan hergekommen, außer um wieder fortzugehen, denn nur das scheint gewiss. Indes hörten wir schon früher eine ganz ähnliche Beschreibung, wenn auch nicht über dich. Aber dennoch denkst du, du seist diese seltsame Idee, die dort akkurat beschrieben wurde. Die Vernunft würde dir sagen, dass die Welt, die du mit Augen siehst, die nicht die deinen sind, für dich gar keinen Sinn ergeben kann. An wen würde solch ein Sehen seine Botschaft zurücksenden? Sicherlich nicht an dich, dessen Sicht gänzlich unabhängig ist von den Augen, die die Welt betrachten. Wenn das nicht deine Schau ist, was kann sie dir dann zeigen? Das Gehirn kann nicht deuten, was deine Schau sieht. Das würdest du verstehen. Das Gehirn deutet für den Körper, dessen Teil es ist. Doch was es sagt, das kannst du nicht verstehen. Und doch hast du darauf gehört. Lange und angestrengt hast du versucht, seine Botschaften zu verstehen. Du hast nicht gemerkt, dass das unmöglich zu verstehen ist, was dich nie und nimmer erreichen kann. Du hast gar keine Botschaften empfangen, die du verstehst. Denn du hast auf das gehört, was niemals überhaupt kommunizieren kann. Bedenke also, was geschieht. Da du verleugnest, was du bist, und fest daran glaubst, etwas anderes zu sein, wird dieses angebliche Andere, das du dazu gemacht hast, du zu sein, zu deiner Sicht. Doch muss es dieses sogenannte Andere sein, das sieht und dir als nicht du seine Sicht erklärt. Deine Schau würde das natürlich völlig unnötig machen. Wenn aber deine Augen geschlossen sind und du dich an dieses Ding gewandt hast, dass es dich führe und es bittest, dir die Welt, die es sieht, zu erklären, dann hast du keinen Grund, nicht zuzuhören oder zu vermuten, dass das, was es dir sagt, nicht wahr ist. Die Vernunft würde dir sagen, dass es nicht wahr sein kann, weil du es nicht verstehst. Gott hat keine Geheimnisse. Er führt dich nicht durch eine Welt des Elends und wartet darauf, dir am Ende der Reise zu sagen, warum er dir das antat. Was könnte denn geheim sein vor dem Willen Gottes? Und dennoch glaubst du, dass du Geheimnisse hast. Was könnten deine Geheimnisse anderes sein als ein anderer Wille, der dein eigener ist, losgelöst von seinem? Die Vernunft würde dir sagen, dass das kein Geheimnis ist, das man als Sünde verstecken muss. Ein Fehler wohl. Lass deine Angst vor Sünde ihn nicht vor der Berichtigung beschützen, denn der Reiz der Schuld ist nur die Angst.
Hier ist das einzige Gefühl, das du gemacht hast, was auch immer es zu sein scheint. Das ist das Gefühl der Heimlichkeit, der privaten Gedanken und des Körpers. Das ist das einzige Gefühl, das sich der Liebe widersetzt und immer zu einer Sicht von Unterschieden und dem Verlust der Gleichheit führt. Hier ist das einzige Gefühl, das dich blind hält und abhängig von dem Selbst, von dem du denkst, du habest es gemacht, damit es dich durch die Welt führe, die es für dich gemacht hat. Deine Sicht ist dir zugleich mit allem anderen, was du verstehen kannst, gegeben worden. Du wirst keine Schwierigkeit wahrnehmen, das zu verstehen, was diese Schau dir sagt, denn jeder sieht nur das, was er zu sein glaubt. Und das, was deine Sicht dir zeigt, wirst du verstehen, weil es die Wahrheit ist. Nur deine Schau kann dir das übermitteln, was du sehen kannst. Sie erreicht dich direkt, ohne dass sie dir gedeutet zu werden braucht. Was eine Deutung braucht, muss fremd sein. Auch wird es niemals verständlich gemacht werden können von einem Deuter, den du nicht verstehen kannst. Von allen Botschaften, die du empfangen und nicht verstanden hast, steht dieser Kurs allein deinem Verständnis offen und kann verstanden werden. Dies hier ist deine Sprache. Du verstehst sie nur noch nicht, weil deine ganze Kommunikation wie die eines Säuglings ist. Die Laute, die ein Säugling von sich gibt und die er hört, sind höchst unzuverlässig und bedeuten für ihn Verschiedenes zu verschiedenen Zeiten. Weder die Laute, die er hört, noch die Anblicke, die er sieht, sind schon stabil. Doch was er hört und nicht versteht, wird seine Muttersprache sein, in denen er mit denen kommunizieren wird, die ihn umgeben und sie mit ihm. Und die seltsamen und wechselhaften Gestalten, die er um sich sieht, werden seine Tröster für ihn werden, und er wird sein Zuhause erkennen und sie dort bei sich sehen. So wird in jeder heiligen Beziehung die Fähigkeit wiedergeboren, zu kommunizieren, anstatt zu trennen. Doch eine heilige Beziehung, selbst erst so kürzlich aus einer unheiligen Beziehung wiedergeboren und dennoch viel älter als die alte Illusion, die sie ersetzt hat, ist jetzt in ihrer Wiedergeburt so wie ein Säugling. Und doch wird dir in diesem kleinen Kind deine Schau zurückgegeben. Und es wird jene Sprache sprechen, die du verstehen kannst. Es wird nicht von dem angeblich anderen genährt, von dem du dachtest, es sei du. Dort wurde es weder gegeben, noch wurde es von irgendetwas anderem empfangen als dir selbst. Denn zwei Brüder können sich niemals vereinen, es sei denn durch Christus, dessen Schau sie als eins sieht. Bedenkt nur, was euch gegeben ist, meine heiligen Brüder. Dieses Kind wird euch lehren, was ihr nicht versteht, und es euch deutlich machen. Denn es wird keine fremde Sprache sprechen. Es wird euch gegenüber keinen Deuter brauchen, denn ihr wart es, die es gelehrt haben, was es erkennt, weil ihr es erkanntet. Es konnte zu niemandem sonst als zu euch kommen, niemals zu etwas anderem. Wo Christus eingekehrt ist, ist niemand allein, denn niemals könnte er in den Getrennten ein Zuhause finden. Doch muss er in seinem alten Zuhause, so scheinbar neu und doch so alt wie er, wiedergeboren werden, als winziger Neuankömmling, der auf die Heiligkeit eurer Beziehung angewiesen ist, um zu leben. Ihr könnt sicher sein, dass Gott seinen Sohn nicht Unwürdigen anvertraut hat.
Nur das, was Teil von ihm ist, ist würdig, verbunden zu werden. Und es ist auch nicht möglich, dass sich irgendetwas, was nicht Teil von ihm ist, verbinden kann. Die Kommunikation muss denen, die sich verbinden, wiedergegeben worden sein, denn dies könnten sie nicht durch Körper tun. Was also hat sie wohl verbunden? Die Vernunft wird euch sagen, dass sie sich gegenseitig durch eine Schau gesehen haben müssen, die nicht die des Körpers ist, und miteinander kommuniziert haben in einer Sprache, die der Körper nicht spricht. Es kann auch kein furchterregender Anblick oder Laut gewesen sein, der sie sanft in eins zog. Vielmehr hat jeder im anderen eine vollkommene Zuflucht gesehen, in der sein Selbst in Sicherheit und Frieden wiedergeboren werden konnte. Das sagte ihm seine Vernunft, und das hat er geglaubt, weil es die Wahrheit war. Hier ist die erste direkte Wahrnehmung, die ihr machen könnt. Ihr macht sie mittels des Bewusstseins, das älter ist als die Wahrnehmung und dennoch wiedergeboren ist, in nur einem Augenblick. Denn was ist Zeit für das, was immer war? Bedenkt, was jener Augenblick gebracht hat. Die Einsicht, dass das angeblich andere, das ihr als euch selbst betrachtet habt, eine Illusion ist. Dann kam die Wahrheit augenblicklich, um euch zu zeigen, wo euer Selbst unausweichlich ist. Das Leugnen der Illusionen ist es, das die Wahrheit anruft, denn Illusionen leugnen heißt begreifen, dass die Angst bedeutungslos ist. In dieses heilige Zuhause, wo die Angst machtlos ist, tritt die Liebe dankbar ein. Dankbar dafür, dass sie eins ist mit euch, die ihr euch verbunden habt, um sie einzulassen. Christus kommt zu dem, was wie er selbst ist, zum Selben, nicht zum Anderen. Denn er wird immer zu sich selber hingezogen. Und was ist ihm so gleich wie eine heilige Beziehung? Das, was euch zueinander hinzieht, das zieht ihn zu euch hin. Hier sind seine Süße und seine sanfte Unschuld vor Angriff geschützt. Und hierher kann er zuversichtlich wiederkehren, denn Glaube aneinander ist stets Glaube an ihn. Ihr habt in der Tat recht, einander als sein auserwähltes Zuhause zu betrachten, denn hier wollt ihr mit ihm und seinem Vater. Das ist der Wille eures Vaters für euch und der eure mit dem Seinen. Und wer zu Christus hingezogen ist, wird ebenso sicher zu Gott hingezogen, wie beide zu jeder heiligen Beziehung hingezogen werden, zu dem Zuhause, das für sie bereitet ist, während die Erde in den Himmel verwandelt wird.